Freitagabend, 19 Uhr, Winner's Circle Weihnachtsspecial Teil 2, meine Damen und Herren. Nach dem Donnerstagabend wollen wir jetzt natürlich auf die Weihnachtsfeiertage schauen. Und da haben wir einen Renntag in Berlin-Mariendorf am 25. Dezember. Und am 26. Dezember werden wir über Daglfing sprechen. Sascha Multerer steht schon in den Startlöchern. Ich darf erstmal am heutigen Freitagabend begrüßen Martin Fink von der Fachzeitschrift Trapp Insight, Marco Schindler, der Amateurfahrer, aber auch der Moderator in Gelsenkirchen und der aktive Trainer Tim Schwamer. Schönen guten Abend euch dreien. Hallo, Ein Gunnar. wunder Hallo, wunderschön. Nico. Ja, schön, dass ihr alle zusammen Zeit habt zu dieser Weihnachtsausgabe und wir freuen uns auch hier in Mariendorf, dass Tim Schwamer den weiten Weg zu Weihnachten hier nach Mariendorf macht. Tim, war das von Anfang an so dein Ziel oder hast du dich mehr oder weniger überreden lassen? Nein, ich hatte schon gesagt, dass wir eigentlich nach Berlin fahren. Wir hatten von Hause aus drei Pferde eigentlich eingeplant. Aber das Rennen von Misty Drecken ist leider ausgefallen. Und ja, jetzt habe ich aber gesagt, wir kommen trotzdem mit zwei Pferden, weil auch die Dotation gut ist. Und die hat man nicht jeden Tag. Und ja, ich bin eigentlich auch sehr gerne in Berlin. Ja, Marco, du wirst natürlich auch entweder hierher kommen oder natürlich direkt schauen, denn dein Pferd läuft gleich im dritten Rennen. Ja, definitiv. Ich komme tatsächlich auch nach Berlin. Ich freue mich sogar drauf. Ich war lange nicht mehr in Berlin. Und wenn ich Zeit habe und dann auch noch ein Pferd von uns natürlich läuft, dann ja, da muss ich da hinkommen. Und ja, wir sehen uns tatsächlich am Montag. Ja, und auch die Wetter, Martin, werden natürlich nach Berlin schauen, denn ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag am Abend oder späten Nachmittag, da ist das Fernsehprogramm nicht ganz so gut und vielleicht haben wir ein bisschen Aufmerksamkeit, denn der Jackpot, der lohnt sich, oder? Der lohnt sich allemal und ich denke, das war natürlich auch eine gute Entscheidung, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hast du am letzten Renntag so ein bisschen durch die Blume darauf gedrängt, den Jackpot dann auch wirklich zeitnah auszuspielen. Das ist wohl gut angekommen, was ich gehört habe. Alles andere wäre dann genau das Gegenteil gewesen. Und insofern hat die sportlich gut besetzte Veranstaltung natürlich auch einen sehr, sehr guten Wettanreiz. Ja, hier ist es nicht so gut angekommen, dass ich so viel Druck aufgebaut habe. Mir ist es gar nicht bewusst gewesen. Ich habe es einfach nur vermutet. Also, schauen wir mal zusammen auf diese V7-Wette. Und Tim, du bist hier gleich aktiv. Mit dir hat Cheer for Bit sofort gewonnen und das wirklich in sehenswerter Manier. Da hatte man noch gedacht, da ist noch Luft nach oben. Was passierte danach mit dem Start? Ja, ich sag mal so, ich glaube, der letzte Start ist zu entschuldigen. Es waren, glaube ich, zwei Fehlstarts und sie ist nervlich, sehr dünnhäutig, muss ich sagen. Also es muss alles, sage ich mal, ein bisschen reibungslos gehen. Ich hatte beim ersten Start ein super Gefühl, habe auch im Siegerinterview gesagt, ist für mich auch ein super Amateurpferd. Aber gut, man muss sie sehr ruhig halten, man muss sie auch ein bisschen machen lassen, wie sie möchte, aber ich bin trotzdem sehr guter Dinge. Sie hat gut gearbeitet und das Rennen sieht gut aus. Es ist ein ordentliches Pferd drin, was zuletzt gut gewonnen hat. Aber ich glaube, dass sie läuferisch nicht schlechter ist. Ihr werdet jetzt ein bisschen schockiert sein. Ich habe ja diese Auflage, zwei Banken am Renntag zu finden. Und ich habe hier eine gefunden. Ich bin natürlich nicht sicher. Also ganz, ich habe Cri-Cri de Flo genommen. Einfach nur aus der Tatsache herauf, dass es ein beständiges Pferd ist, dass es gut anfangen kann. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, Tim? Schwierig zu sagen. Ich bin mutig, weil wenn man gesehen hat, wie Satre letzten Start gewonnen hat in 15-3, war schon sehr imponierend, wie er in den letzten Kilometer gelaufen ist. Kenzo Express läuft auch immer ordentliche Rennen. Aber auch Grigri de Flot ist ein ordentliches Pferd, muss ich dir sagen. Aber als Bank wäre mir das zu gefährlich. Okay, Marco, du kennst bestimmt auch die Pferde, die hier starten. Wie viele wären auf deinen V7-Schein hier im ersten Rennen? Ja, das ist wirklich nicht ganz so einfach zu lesen. Ich habe mir Sartre letztens angeschaut in Berlin-Mariendorf. Ich verfolge das immer. Ich habe eine Glanzfahrt von Alexander Kelm gesehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat es auch ganz richtig im Interview gesagt, dieses Pferd darfst du einfach nicht stören, muss immer weiterfahren. Ob das immer funktioniert, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Cheerful Bit auch in der Lage ist, wenn sie ein verstecktes Rennen kriegt, die kann unwahrscheinlich schnell werden auf den letzten Metern, dass sie diese Aufgabe gewinnen kann. Also ich würde tatsächlich mit Sartre gehen. Ich würde Cheerful Bit mitnehmen. Jetzt wirst du wahrscheinlich schmunzeln. Ich würde wahrscheinlich sogar Saturday mitnehmen, weil dieses Pferd hat irgendwann mal auch mal verdient, ein Rennen zu gewinnen. Dann Cri-Cri de Flot würde ich mitnehmen. Und auch Kenzo Express, der mir in Gelsenkirchen eigentlich immer relativ gut gefällt.
Ja, also breit aufstellen. Martin, Ja. noch ein Wort zu meiner Bank vielleicht. Ja, ich bin da völlig bei dir. Also so wie der gewonnen hat, da fällt mir ja nur die Bezeichnung wie vom anderen Stern ein. Der ist praktisch überall lang gefahren, wo Sand ist und das Pferd ist auf den Beinen geblieben. Und wir haben ja vorher schon Starts gesehen. Ich denke auch an den vorletzten, glaube ich, wo er sich dann mit Viktor Gens meilenweit vom Feld abgesetzt hatte und dann gab es die kleine Störung im Schlussbogen, da kam er von den Beinen. Nach diesen Eindrücken ist das Pferd nicht zu schlagen, aber es ist natürlich nur ein 50% Sieger, weil er diese mörderisch hohe Ausfallquote hat. Also ich muss dazu sagen, du redest jetzt über Sartre, meine Bank ist Cri Cri du Flo. Entschuldige, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Sartre ist hier die Bank. Ich Wenn man dem dachte schon, wir glaubt. sind einer Meinung. Also Nein, nein, aber auch nicht zu Weihnachten. wir sind insofern einer Meinung. Ich war so darauf fixiert, was ich über Sartre erzählt, dass ich gar nicht wahrgenommen habe, dass du nur eine andere Bank hattest. Aber ich gebe dir recht, dieser Cri Cri du Flo ist ein, glaube ich, auch ziemlich gutes Pferd. Und ich muss da also die Mitstreiter ein bisschen enttäuschen. Wenn ich nicht Sartre wette, dann bin ich bei dir und wette Cri Cri du Flo. Die Stute von Marco hat mir auch sehr gut gefallen bei dem Sieg, aber ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass die stark genug sein kann, um solche Pferde zu gefährden. Und auch Kenzo Express ist ja wirklich in Riesenform gekommen. Da sagt man ja sogar, der geht von hinten raus immer besser. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Sartre und Kriki Duflo hier die Hausnummern sind. Man kann natürlich täuschen. Aber wie gesagt, wenn man nicht Sartre nimmt, dann ist es natürlich ein relativ breites Aufstellen. Da bin ich dann wieder bei Marco. Okay. Also, dann sind wir im vierten Rennen, Joy Noel Rennen. Und Tim, du fährst Villeneuve für Martina Jentsch-Tappe. Den kennst du schon, oder? Ja, im letzten Auftritt war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Da habe ich gesagt, jetzt ist das Pferd wieder im Kommen. Da war ich Zweiter mit ihm. Von ganz hinten kam er angeflogen und ja, danach war wieder leider eine Serie, wo er sprang und nicht so überzeugte. Ich freue mich eigentlich sehr auf die Fahrt am Montag, weil ich mag ihn, ich finde ihn sehr gut und wenn er in Ordnung ist, glaube ich schon, dass er eine scharfe Klinge schlagen kann in dem Rennen. Und du hast mit Startplatz 4 im ersten Band sogar eine gute Nummer. Du kannst ganz weit außen drehen und kriegst den meisten Schwung. So meint man eigentlich. Ja, genau. Ich denke, das ist auch ein Vorteil für ihn, besser als innen. Und für ihn alleine, dass er keine Pferde neben sich hat, das ist eigentlich ganz gut. Und ja, es sind nur gute Pferde drin, ne? Also sind jetzt auch nicht so, dass ich sage, da sind jetzt auch nur Gegner drin, die man halten kann. Ich halte auch viel von Virginias Prime, muss ich sagen. Und ganz unten lese ich gerade nicht, hast du nicht eingeblendet, richtig, aber die Iron 10. Creek. Iron Creek finde ich auch nicht so schlecht. Trifft auch günstig an. Also. Und Horatio Fortuna oder Horatio Fortuna kann ja auch nicht alles verlernt haben. Der ist auch laufgewaltig. Also ist schon ein interessantes Rennen, muss ich sagen. Okay, Marco, siehst du vielleicht noch einen Gegner aus dem ersten Band für Villeneuve? Also ich bin so ein kleiner Fan der Startnummer 2, Miley Scott. Und ich muss dazu sagen, auch Thomas Pantschopf ist ja für mich ein Meister an der Leine. Wenn man dem manchmal beim Rennfahren zuschaut, das ist schon wirklich eine Augenweide. Also ich würde tatsächlich Miley Scott noch mitnehmen und eventuell noch die Startnummer 3, Othello PS. Zuletzt war es doch ein bisschen hart in dem Amateurrennen. Ich glaube, die beiden Pferde sollte man noch mitnehmen. Okay. Martin, ich habe hier auch 5 Pferde auf meinem Zettel, wahrscheinlich unbezahlbar die Wette. Aber wie viele Pferde wären auf deinem kurzen Schein? Ich finde das Rennen interessant und wir haben uns ja genau vor einer Woche darüber unterhalten. In solchen Rennen, erstes oder zweites Band, das war ja dieses stark besetzte Amateurfahren, wo du gesagt hast, der Sieger kann nur aus dem ersten Band kommen. Ich war da etwas anderer Meinung, aber das Rennen hat dich bestätigt. Sogar die ersten 3 waren aus dem ersten Band. Und insofern gehe ich schon sehr stark mit Villeneuve, wenn der glatt geht. Das war ja auch zum Beispiel da am WM-Tag in Gelsenkirchen eine Riesenform. Der zweite Platz. Ich habe auch eine gute Meinung von Othello PS. Der war ja in dem Standardrennen nicht weit geschlagen. Also der kann auf jeden Fall dabei sein. Miley Scott, warum nicht? Und das zweite Band, also die Pferde mit Zulage, die sind alle gut, teilweise sehr gut. Aber ich sehe das in diesem Rennen ehrlich gesagt nicht, dass einer den Pferden aus dem ersten Band 20 Meter vorgeben kann, eben jedenfalls nicht allen. Also ich glaube schon, dass der Sieger aus dem ersten Band kommt, mit starkem Vorteil für Villeneuve und Othello PS. Okay, also Flying Wings, Herbert Planke macht ihr letztes Rennen. Die Stute ist dann ausjährig, wird noch nach dem Rennen verabschiedet werden.
und die Nummer 6 Ole Bo kommt nicht an den Ablauf. Dann sind wir im fünften Rennen und auch hier habe ich 5 Striche. Tim ist nicht von der Partie. Ich fange jetzt mit Martin an, was ja, wo seine Sieger liegen. Ja, nach vorn muss es ja über Lieten Frieda gehen, die in dem schon angesprochenen Amateurfahren ja riesig gegangen ist. Also mehr als Zweiter konnte man nicht werden bei einem so starken Sieger. Hat schön gekämpft bis zum Schluss. Wer mir letztes Mal auch gut gefallen hat, war Early Love, weil die hatte den schlechten Rennverlauf alleine außenrum, war bis zum Schluss dabei. King of Santana, der ist mal so, weiß ich nicht, ob das geht. An einem super guten Tag vielleicht, aber dann sind wir eben schon bei den Pferden, wo man sagt, ja, die können mal reinlaufen, aber müssen nicht zwingen. Die aus der zweiten Reihe, Readly, Passion und Marjan, haben eigentlich auch ordentliche Form, aber wir sprechen ja hier, wenn wir über die V7 sprechen, von Siegern. Da bin ich der Meinung, mit 3 Pferden, Heartbeat, Early Love, Lieten Frieda, kann man vielleicht schon auskommen. Okay, diese 3, du hast alle erwähnt, Readly Passion natürlich auch. Marco, wo schlägt dein Herz für? Ja, das ist ein schwieriges Rennen, weil ich sehe jetzt zum Beispiel schon mal 2 Pferde, die eigentlich bis vor kurzem noch einen tollen Formspiegel hatten, aber so ein bisschen abgebaut haben. Das ist zum einen, so wie Martin schon sagte, die Startnummer 6, King of Santana. Ich habe den ein paar Mal beobachtet, der kann unwahrscheinlich viel laufen, aber er ist auch nicht immer ganz so einfach zu steuern. Ich habe so ein bisschen Mumm auf die Startnummer 10, Readly Passion mit Michael Hönemann. Ich habe das Pferd ein paar Mal bei euch in Berlin beobachtet, kann unwahrscheinlich viel laufen, auch mit Hannah Huygens. Der Sieg war ja So stark gegen Marcel. Also Michael Hönemann, für mich heute noch einer der besten Rennfahrer, die wir haben in Deutschland. Er ist ein ganz, ganz abgezockter Rennfahrer. Der weiß genau, wo er liegt im Rennen. Und Readly Passion würde ich definitiv auch mitnehmen hier. Okay, das wird auf jeden Fall Pinky Hönemann gefallen, die Worte. Tim, dein Sieger fürs Fünfte? Ich würd einfach in dem Rennen nur mit 3 Pferden gehen. 2, die wären für mich eine Riesenchance. Da am einen Außenseiter, aber das sind Heartbeat für mich und Lieten Frieda sind meine erste Wahl. Ja. Und ich habe letzten Start Louis Monami beobachtet, da ist man nur mitgefahren, dass er Trab geht. Und ich glaube, wenn der mal abruft, das, was er kann, braucht er sich in dem Rennen vor keinem zu verstecken. Aber er scheitert ja oft an Galoppaden und alles, aber auch den würde ich selber mitnehmen und scheinen. Okay, eine Außenseiterempfehlung. 6. Tim, Rennen. Da möchte ich Tim ausdrücklich geben. Das habe ich auch beobachtet. Das ist mir jetzt entfallen, weil wir ja im Gegensatz zu den Zuschauern nur die reine Starterliste sehen. Du wolltest den nur nicht verraten, Martin. Nein. Ich verrate alles, kein Problem. Steht auch, glaube ich, so in der Trab aktuell drin. Also der ist tatsächlich, so wie Tim das formulierte, der ist mitgefahren, vielleicht ein Vertrauenrennen oder so. Also da kann man sogar noch Angst vor haben. Okay, dann 6. Rennen, Gott-Jule-Rennen. Und hier ist die Favoritin, die 10, Lady Native, aber zuletzt fehlerhaft gewesen in Front. Marco, da war kein Fehler zu entdecken, was ich gesehen habe. Sie sprang aus heiterem Himmel, da waren nur noch 3 Pferde im Rennen. Ja, das war ein relativ dezimiertes Feld, das ist vollkommen richtig, Nico. Mir gefiel dann letztes Mal gegenüber die Traberei überhaupt nicht. Ich habe dann noch oben am Podest gestanden, habe noch zu Sabine gesagt, das sieht nicht so aus, als ob die fehlerfrei um den Kurs kommt. Und es war auch genauso. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass sie weggeknickt ist und danach nicht mehr in Ordnung war. Ich glaube, das war nicht so. Man muss aber auch dazu sagen, an dem Tag, man muss auch mal was Kritisches aussprechen, war das Geläuf in Gelsenkirchen nicht besonders gut. Okay, gut. Dann wird es hoffentlich besser sein am heutigen Tag gewesen, muss man sagen. Heute Morgen waren ja Rennen in Gelsenkirchen. Aber Lady Native muss natürlich mit auf den Schein, Marco, oder? Lady Native muss definitiv auf den Schein, was ich in Gelsenkirchen gesehen habe. Beim Sieg gegen Mertatek und Ragnar, das war schon stark, da hat Michael der Stute nicht alles abverlangt. Aber ich glaube, dass man auch hier sich wieder relativ breit aufstellen sollte. Ich würde vielleicht sogar, das werde ich wahrscheinlich für ein Schmunzeln sorgen, die Startnummer 9 Lady Million mit Jorma Eukarin mitnehmen. Du wirst lachen, ich habe die in meiner Vorschau erwähnt, aber ich habe auch dazu gesagt, die läuft mal so und die läuft mal so. Also die hat nicht so beständige Formen drin. Wenn die den Sieg hat vom 15. Oktober, wo sie Quarter Bo und Cri-Cri du Flo geschlagen hat, dann muss sie hier in alle Überlegungen, aber danach war sie 2x 6. und da hat sie nie einen Moment. Also ganz eigenartiges Pferd. Aber sie kann auf jeden Fall, ich denke, das ist ein Pferd, die einiges strampeln kann. Deswegen würde ich sie schon deswegen mitnehmen. Und die Startnummer 7, Hövings Caviar, Thorsten Tietz, war ja zuletzt in Berlin relativ lang in Front. Dachte eigentlich, kommt nach Hause,
Aber Entschuldigung, Alex Kelm und Elli Pelli, die hatten da, die wollten das nicht und sind noch dran vorbeigefahren. So ist es. Und hier ist noch drin eine Firebird CG, Tim, den kennst du auch. Du warst schon einmal, du hast gewonnen mit dem als Einzelnen, also eigentlich a winning team. Ja, genau. Firebird ist ein ganz feines Pferd. Also in Karlshorst habe ich wirklich die Aufgabe mit Hände voll gelöst und leicht. Mhm. Aber ich habe in Hamburg den Start gesehen, da trabt er unterwegs schon nicht gut und im letzten Bogen wurde er disqualifiziert. Läuferisch, was er an der Klasse verfügt, glaube ich schon, dass er besser ist als alle anderen in dem Feld, bin ich von überzeugt, weil ich das Pferd selber mal gefahren habe. Und ich glaube, Alex ist der richtige Mann, der das auch gut machen wird und er fängt unheimlich gut an. Und deswegen ein glattgehender, in der richtigen Gangart gehender Firebird CG ist mein Sieger in dem Rennen. Meinst du, der ist rechts herum besser aufgehoben? Glaube ich schon, dass er rechtsrum gut ist. Also in Karlshorst gab es keine Probleme. Ich glaube, er war mal gesundheitlich angeschlagen. Aber wie gesagt, wenn er wirklich, ich würde sogar behaupten, wenn er bei 90% ist von der Klasse her, gewinnt er das Rennen, wenn er trabt. Okay. Martin, hast du eine Bank hier für uns? Und wenn man es ausrechnet, kann die Bank ja Hövings Kevier nur lauten. Der war ja eigentlich letztes Mal schon zu Hause und dann kam Elli Pelli dann mit diesem aus dem Nichts Spiel. Das fand ich war von beiden Pferden eine gute Leistung. Lady Native, bisschen schwierig einzuschätzen aus der zweiten Reihe. Ich hatte auch letztes Mal das Gefühl, weil du sagst, der kam aus heiterem Himmel, der Fehler. Für mich kam sie da schon ins Rollen. Also das kann irgendwie ein Indiz dafür sein, dass sie sich nicht wohlfühlte an den Beinen. Also ich fand, der hat sich 50 Meter lang angekündigt und dann war es vorbei. Ist natürlich ein Pferd, was glattgehend bisher immer 1-2 war. Das kann man nicht ignorieren. Lady Million sehe ich nicht. Da denke ich immer an meinen alten Lateinlehrer. Der hat immer gesagt, einmal ist keinmal, zweimal ist immer. Und die hat ja nach einer Serie guter Leistungen nun zweimal enttäuscht. Also die ist bei mir dann für einen Sieger nur noch zweite Wahl. Firebird habe ich auch ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Das Laufen in Hamburg war ja, bis er dann Ende gegenüber vor dem Schlussbogen geschlagen war und dann ganzes Geläuf verlor, nicht schlecht. Und wenn einer 8 Monate pausiert hat, ist das auch kein Indiz für den nächsten Start, dass er mal 500 Meter vom Ziel nicht mehr mitkam. Ob er die beste Klasse hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber mitnehmen würde ich den auch. Also Hövings Kaviar vielleicht sogar vor Firebird und Lady Native bei der Auswahl der Pferde. Okay, also es bleibt offen. Die Wettart, 7. Rennen, Trotteur-Francais-Rennen. Tim ist mit von der Partie als Catch-Driver und ich glaube, die Fahrt, die kann sich sehen lassen, Tim. Ja, glaube ich auch. Guric ist ein sympathisches Pferd. Und ja, die Franzosenrennen haben immer eigene Gesetze. Wer kommt gut am Start weg? Gut, läuferisch, glaube ich, wer mir letztes Mal auch im offenen Rennen, also im normalen Rennen gut gefallen hat, war Jester Tonic. Mhm. Da muss man ganz ehrlich sagen, der hat sich sehr gut verkauft, wo er Zweiter war und hat Victor hat wirklich nichts gemacht. Und ja, ist auch eigentlich, wenn er glatt aus dem Band kommt, finde ich läuferisch der beste Pferd, weil der ist schnell, der kann hohes Tempo laufen. Ich kenne das Pferd aus dem ersten Band nicht, aber ich finde den so schnell, diesen Jester Tonic. Für mich kann er sogar vor dem ersten Bogen in Front sein. Und ja, ist mein Sieger, muss ich ganz ehrlich sagen. It's Day finde ich auch sehr gut, ganz feines Pferd. Und in dem Rennen sind meine Sieger Jester Tonic und It's Day. Und dahinter ist alles offen. Okay, Marco? Ja, das ist auch wieder ein Rennen, wo man sich eigentlich relativ breit aufstellen muss. Ich würde tatsächlich auch mit der Startnummer 2 Jester Tonic gehen. Mhm. Würde dann die Startnummer 7 It's Day mit Thomas Pantschow noch mit auf den Schein nehmen. Die Startnummer 9 Forest du Rochelle tatsächlich auch. Okay. Ja, Martin, was macht man mit Hobello Dash? Ein Pferd aus dem Training von Ferdinand Veit, jetzt im Training von Robert Gramüller verkauft. Thorsten Tietz im Wagen, dass da läuten normalerweise alle Alarmglocken. So ist es. Also das sehe ich auch so. Das Pferd ist natürlich nicht einzuschätzen. Die Leistungen bisher waren, vorsichtig ausgedrückt, relativ mager. Aber der steht alleine vorne weg und ich kann mir nicht vorstellen, weil ja nun auch noch RG Pferdesport, sprich Familie Gramüller selber Besitzer ist, die kaufen ja nicht ein Pferd, um statt immer Letzter nun in Zukunft Vorletzter zu sein. Da muss ja irgendetwas an positiver Meinung da sein. Den kann man nicht einschätzen, aber man kann ihn auf keinen Fall auslassen. Also die begeben sich auch noch auf Reisen damit. Also das ist mir alles vom Papier her ein Rätsel, aber da muss ja was dahinter stecken. Die sind ja nicht dumm.
Okay, aber man kann ihn natürlich auch nicht bänkern, der hat 2400 Gewinnsumme. Nein, natürlich nicht. So gesehen ist von den Eindrücken her, ist Jester Tonic das gegebene Pferd. Der hat sich ja wirklich unheimlich rausgemacht. Nur, das ist immer mein Lieblingsthema, der tritt natürlich mit 10.000 gegen Bandgefährten an, die schon 30.000, 34.000 haben. Das ist auch immer eine Überlegung wert. Trotzdem sehe ich eigentlich im zweiten Band keinen gleichwertigen Gegner. Und eben die Dinzinger-Pferde sind ja alle drei im dritten Band mit insgesamt 40 Meter Zulage. Die Marion Dinziger hat ja auch ein Riesenhändchen, wenn sie sich für Franzosen entscheidet. Der It's Day hat voll eingeschlagen. Der Forest du Rochelle hat den Stallgefährten letztes Mal in dem tollen Finish in Dagelfing, wo ja noch, glaube ich, ein, zwei andere Pferde beteiligt waren, geschlagen. Also das sind schon richtig gute Franzosen. Aber dann kommen wir wieder zu den Distanzverhältnissen. Wenn Obello d'Arche, der braucht ja nur ein mittleres Tempo vorne gehen. Also nehmen wir mal an, der kann 16. Dann wird es ja für die mit der Doppelzulage schon eng mit 14,5. Also das ist ein ganz diffiziles Rennen, was auf den ersten Blick völlig einfach aussieht und sich dann doch sehr vielfältig, will ich mal sagen, entwickeln kann. Ja, tolles Rennen. Beachten Sie, liebe Zuschauer, wir haben auch dieses Rennen mit diesem Dreierwetten-Jackpot in Höhe von 2.055 €. 8.000 € Garantie in der Dreierwette. Achtes Rennen und ja, wahrscheinlich die beste Chance vom Papier her für Tim, ein Rennen zu gewinnen mit Linked Dragon. Da, wo du dich eigentlich letzte Mal geärgert hast, also zumindest hast du es zu mir gesagt im Interview, du hast dich für die falsche Taktik entschieden in Mariendorf. Ja, auf jeden Fall. Gut, wir wollten mal, wenn man ein ordentliches Pferd im Stall hat, möchte man auch, wenn man nach Berlin fährt, natürlich vielleicht eine Chance wahrnehmen, auch mal den Favoriten zu ärgern. Die Entscheidung war dann halt falsch. Ich habe Lynx leer gefahren, das Tempo war zu hoch und musste auch zweimal schon Gas geben auf den ersten 500 Metern, als der Angriff auch noch von Seppi kam auf der Tribünengerade. Also zweimal Vollgas vom Start und da. Ja, dann war er halt müde. Ja, danach muss ich sagen, wieder Taktik war wieder schlecht in Gelsenkirchen. Ich habe gesagt, ich gebe ihm ein Rennen für den Kopf, fahre gar nicht los. Ja, dann war im ersten Bogen, glaube ich, die Fahrt bei 28,5 für die ersten 500 Meter. Ja, da sind wir alle ineinander gefahren. Aber ich habe einfach gesagt, ich nehme da nicht raus und fahre nicht wieder eine Attacke, weil wir hatten halt den Renntag für Berlin im Kopf und es sollte alles für den Kopf sein. Die letzte halbe war dann natürlich ziemlich schnell, war glaube ich bei 11,8 oder so in Gelsenkirchen. Und gut, wir lagen viertes, fünftes Pferd. Da war nicht mehr drin als ein dritter Platz. Aber jetzt finde ich schon vom Papier, vom Rennprogramm her, mit Dexter CG glaube ich schon, dass das die beiden stärksten Pferde sind. Und was machst du jetzt am Start? Ich werde mitfahren. Ich werde Okay. mitfahren. Ne? Gut. Aber was ich dann genau mache, kann ich jetzt noch nicht sagen. Nein, du musst auch nicht alles verraten. Die Gegner schauen ja wahrscheinlich zu. Aber du siehst dich hier schon 1-2. Ja, er hat die Woche sehr gut gearbeitet und ist gut auf dem Posten. Und glaube ich schon, wenn man jetzt sagen würde, er hat keine Chance, 1-2 zu sein, dann würde ich lügen. Marco, du als Tim-Fan siehst ihn wahrscheinlich ähnlich weit vorne. Ja, ich sehe ihn ähnlich weit vorne. Ich habe mir gerade die letzte halbe war 13-1, Tim, wo du Dritter Okay. warst mit Linksträgen. Und dann sehe ich, zufälligerweise hast du 50 € latzen müssen wegen blauer Marke. Das ist Ja. auch immer ein Haufen Kohle, die verschwindet, wenn man das mal so überlegt, übers Jahr gerechnet. Da kann man gut von essen gehen. Aber ich würde tatsächlich drei Pferde mitnehmen. Die Ja. Startnummer 3, New Horizons. Dann auch natürlich Tim Schwammer mit der Lynx Dragon. Und die Startnummer 7, Dexter CG mit Thorsten Tietz. Also auch hier würde ich tatsächlich drei Pferde mitnehmen. Marco, Martin, gehst du da mit oder hast du noch einen vierten? Im Gegenteil, ich habe nur zwei. Okay. Also Dexter CG, der hat sich ja jetzt wieder sehr zuverlässig gezeigt in letzter Zeit. Der hatte noch Pech letztes Mal, als er an dritter Stelle innen festsaß. Der konnte sich ja gar nicht entfalten, zu keinem Richtig. Zeitpunkt. Sonst wäre er vielleicht sogar vor Jester Tonic gewesen. Aber in jedem Fall war das erstens ein gutes Laufen und ein Laufen, was ihm gar nichts abverlangt hat. Der kann treten ohne Ende. Tim ist der Gegner, das sehe ich auch so. Mr. Johnny H., ein paar Mal Dritter, Vierter. Wie gesagt, wir sprechen ja über Sieger, das kann alles Genau. nicht gehen. New Horizons, der war natürlich unterm Sattel stark und ist ja sowieso ein verbessertes Pferd, aber das wird mich selbst mit den goldenen Händen von Thomas Pancho auch überraschen, wenn der dieses Rennen gewinnt. Also ich bin hier bei einer Fastbank von Dexter CG und wenn der nicht gebankert wird, dann ist Lynx Dragon die, glaube ich, einzige Alternative. Wir haben ja nur auch schon ein paar Rennen gesehen, die ein bisschen offener sind. Also irgendwo muss man ja mal kurz sein und das ist ein schönes Rennen für kurz.
Ja, vielleicht für die Kombinationswetten nehmen Sie noch Felton Cavallino mit. Da sitzt Dennis Schwangenberg im Wagen und bei dem läuft es ja bekanntlich sehr gut. Neuntes Rennen, Merry Christmas Rennen, unser Abschlussrennen, letztes Rennen der Saison. Tim ist nochmal mit von der Partie mit Alvine, aber auch wenn wir hier sagen, du spielst wahrscheinlich in der V7 keine Rolle, ist weder Bernd Warnke noch Vanessa Bayer oder Gerrit mir böse. Ich denke, hier geht es um ein gutes Platzgeld, oder Tim? Ja, das denke ich auch. Wenn man irgendwo Dritter, Vierter, Fünfter ist in so einem Feld, ist das Pferd gut gegangen, weil mit Kronos Centaur, Sir Robert und auch Russell sind schon drei sehr gute Pferde von der Partie und da ist es keine Schande, wenn man dazu auch mal Vierter ist. Ja, Marco, hier läuft meine Bank Nummer 2, aber auch nur, weil ich sie finden musste. Sir Robert, weil er letztes Mal gut gegangen ist. Das ist natürlich ein gutes Argument, Nico. Ja, Ich zur sehe aber Verzweiflungstat. ja, ich sehe ein paar Pferde, die schon viele gute Rennen liefen. Muss ich mich jetzt auf eine Bank festlegen oder nicht? Nee, nee, das reicht schon, wenn ein Dummer das macht. Aber hast du 3 Sieger oder hast du mehr oder weniger? Also ich würde auf jeden Fall Kronos Centaur mitnehmen. Ja. Thomas Pantschow, ich habe als er Zweiter war zu Jesaja, kam der angeflogen. Da hat Michael von hinten gefahren. Ich glaube, da war tatsächlich die letzte halbe Elf und der wurde so schnell und dann die zwei Erfolge, die waren so bärenstark. Also ich würde hier ohne Kronos Centaur gar keine V-Wette abgeben. Sir Robert, ja, ich überlege gerade, weil auch Fantastic Food hat mir zuletzt gar nicht so schlecht gefallen in Berlin-Mariendorf. Aber wer natürlich hier alle schlagen kann, ist Startnummer 7, Rassel. Ja, also Russell bin ich bei dir bei Fantastic Foot mit Victoria Kopeck. Ich denke, das ist eine harte Aufgabe Denke ich für auch, ja. Aber Victoria. das Laufen fand ich trotzdem gut. Also ich finde, das Pferd hat sich generell verbessert. Ja, das auf jeden Fall. Also das muss ich auch sagen, der ist zumindest beim Autostart ist der beständiger geworden. Martin, du bist bestimmt auch bei Sir Robert. Das war dein Favorit im Winterpokal der Amateure, auch wenn er nur zaghaft war. Und er hat ja auch nicht enttäuscht, muss man sagen. Trotz zweiten Bandes war er dann durch die Todesspur und hat nie aufgegeben. Ja, das war eine Mördervorstellung. Also der war Vierter, aber moralisch gesehen war er ja Zweiter, weil er war nur, glaube ich, halbe Länge vom Zweiten geschlagen, ganze Zeit alleine außen rum. Es gab Gas in dem Rennen. Also mit jedem anderen Rennverlauf, es reicht schon ein Führpferd in der zweiten Spur, dann wäre der Zweite so wieder, soweit der Himmel blau ist. Und ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, das ist für mich auf Dauer auch ein Pferd anderer Klasse. Den muss man mitnehmen. Kronos Centaur finde ich ein lustiges Pferd. Da frage ich mich immer, es gibt ja so solche Pferde, die zum Beispiel ein Winterpferd sind. Der hat im letzten Jahresbeginn, also hat er 5 Rennen gewonnen, dann ist er gefühlt 10-mal hintereinander Zweiter gewesen und kaum wird es ein bisschen kälter wieder, jetzt gewinnt er wieder wie Bulle. Daran gemessen ist er natürlich ein gleichwertiger Gegner, ganz klar. Russell bin ich ein Fan von eigentlich. Und wie gut dieses Rennen besetzt ist, sieht man ja schon daran, dass man geneigt ist, Van Penny Black, die ja auch so mörderisch verbessert ist, eigentlich keine Chance zu geben. Also die anderen drei Pferde muss man wohl mitnehmen. Also Fantastic Four, da muss ich ausnahmsweise mal widersprechen. Ich glaube, der steht 300 am Tode und das ist in diesem Rennen auch gerechtfertigt. Die V7 Plus-Wette mit einer Garantieauszahlung in Höhe von 25.000 Euro. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Wir freuen uns jetzt gleich auf Sascha Multerer mit der Vorstellung für München Dagefink am zweiten Weihnachtsfeiertag. Vielen Dank euch dreien. Frohe Weihnachten, möchte man ja fast schon sagen. Noch ist es nicht so weit, aber wir freuen uns schon auf den Weihnachtsrenntag dann in Dagelfing am 26. Wenn ich sage wir, dann meine ich Sascha Multerer und mich und natürlich hoffentlich ganz, ganz viele Traber-Fans, die Bock haben, nach viel Essen dann auch viel zu wetten. Denn es lohnt sich, Sascha, oder? Auf alle Fälle. Wir starten in einen Weihnachtsrenntag, der ja der einzige am 26. Dezember ist. Ursprünglich war ja auch noch Gelsenkirchen geplant, aber nur Dagefing auf Sendung. 13:45 geht's los. Bereits um 13:10 Uhr würde ich vormerken den Finallauf zum Corleone Mini Traber Cup. Das ist in Bayern immer eine spannende Geschichte. Ich glaube, den sollte man nicht auslassen. Und dann ab 13:45 Uhr tolles Rennprogramm, stark besetzte Rennen, tolle Wettchancen. V6-Wette mit 10.000 Euro Garantie inklusive einem Restanten-Checkpot. Dazu ein Zweier-Wett-Checkpot im Weihnachtspreis. Ich überlege gerade, was haben wir denn noch alles? V3-Wette mit Garantie, Vierer-Wette mit Garantie. Also es regnet sozusagen Garantien und Jackpots und tolle Rennen. Also man muss dabei sein am 26.12. in Dagefing.
wenn Sascha Multerer das so sagt, das ist ja bei ihm schon nackte Straße, was ich davon höre. Es regnet Weihnachtsgeld. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt man ran? Und dafür bist du ja dann wieder entscheidend da, denn wir wollen die Rennen kurz, aber würdig besprechen. Und zwar jedes Einzelne und starten direkt mal mit der Auftaktprüfung, die dann, wie erwähnt, um 14:45 losgeht mit der Bänderstadtprüfung. 6 Pferde sind mit dabei. Scheint ja jetzt zum Auftakt erstmal noch entspannt zu sein. Ist ja auch noch kein V-Rennen, also nichts V3, V6 oder dergleichen, sondern es ist ein normales Rennen mit normalem Ausgang, der wie wäre. Ja, ich denke, dass Geronimo mit den Leistungen, die er in dieser Saison gezeigt hat, in dieser Prüfung zu favorisieren ist. Kürzlich war er siegreich in Berlin-Karlsruhe mit Markus Gramüller im Amateurfahren. Der ukrainisch gezogene Montpellier-Wallach steht bei 5 Siegen in diesem Jahr und ist für mich in diesem Feld nach Klasse die erste Wahl. Dahinter wird es ein bisschen knifflig, denn natürlich hat Lord Bianco den Vorteil des ersten Bandes und ist frischer Gelsenkirchensieger. Allerdings, und das muss ich einschränkend sagen, hat den Gelsenkirchen nicht allzu viel geschlagen. Die heutige Aufgabe sieht mir da dann doch ein bisschen anspruchsvoller aus. Nichtsdestotrotz, dieser Sophie Zimmer im Sulki immer sehr, sehr stark unterwegs, sollte man beachten. Und wie gesagt, der Vorteil des ersten Bandes zählt dann natürlich. Dann haben wir aus dem zweiten Band Marie Evolo, die Startnummer 3 mit Andi Geineder. Die Stute kommt mit guten Ergebnissen aus Italien, hat sich aber durch die Siege, die sie dort erzielt hat, schon in eine neue Klasse gelaufen. Und in Triest ist es doch etwas leichter als jetzt in München-Dagelfing. Ich meine, in der Klasse bis 15.000 Euro, da laufen schon ordentliche Kaliber rum. Von daher ist sie für mich nicht so ganz das Pferd für die Wetten. Ich tendiere eher zu dem aus Pause zurückkehrenden Major Sheba H. Der hat sich zwar nur in 22,5 qualifiziert, allerdings war das an dem Renntag, wo die Bahn abgrundtief war, wo also auch Pferde wie Postillon nur in mittleren 20er-Zeiten gewonnen haben. Und von daher war die Quali gut genug, dass er hier als 2-3-Pferd in Frage kommt. Von daher von meiner Seite Geronimo, der klare Favorit. Major Sheba H wäre für mich so ein logisches 2-3-Pferd. Und dahinter kann man sicherlich Lord Bianco und Marie Evolo nehmen. Ist tatsächlich ein kleines Feld, aber hinter Geronimo sehe ich alle mit durchaus realistischen Möglichkeiten, sich da einzureihen. Auch Flying Chantal. Ich meine, das ist eines der wenigen Pferde, das in den letzten Monaten behaupten kann, ein Trab reiten und ein Trab rennen gewonnen zu haben. Hast du jetzt gar nicht drüber geredet. Startet auch aus dem ersten Band. Macht dich da Kaya Kolb ein bisschen stutzig? Nee, das gar nicht, aber die letzten zwei Ergebnisse so ein bisschen. 7. Platz in Dagelfing hinter Ribanna und Feld in Chicago. Da war Lord Bianco 3. Jetzt laufen die unter den gleichen Voraussetzungen. Da war man 7. platziert in 19,5. Nicht böse sein, aber ich glaube, da ist so die ganz idealen Aufgaben sind da jetzt auch dieses Jahr weg. Markus Gramüller hat immer gesagt, die gewinnt auf alle Fälle ein Rennen. Am Ende des Tages hat sie 2 gewonnen und das ist prima. Die Stute ist lang genug einem Sieg hinterhergelaufen. Aber hier muss es schon passend laufen, dass sie in die Dreierwette läuft. Eine Prämie allerdings ist natürlich immer möglich. Gucken wir auf die Trabreiterinnen und zwar die im zweiten Rennen sich dann duellieren werden. 8 an der Zahl. Wir freuen uns sehr auf 2 Bänder, jeweils mit 4 Pferden und natürlich 4 Reiterinnen bestückt. Na klar, ein Khalid mit Ronja Walter, werden viele sagen, okay, den setze ich sofort auf 1. Ist das auch deine erste Wahl oder sagst du, wir erleben zum Abschluss dann doch mal auch eine andere Siegerin? Ja, ich meine, Ronja Walter ist die Monté-Championess in Dagelfing und nicht nur da. Sie wird auch dieses Jahr wieder die goldene Kappe verliehen oder nächstes Jahr die goldene Kappe für die Erfolge aus diesem Jahr verliehen bekommen. Ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwer. Ich glaube, dass wir im ersten Band mit Yamai Raya BR ein Pferd haben, die hier tatsächlich Khalid eine harte Nuss zu knacken geben wird. Vorausgesetzt, Marisa Bock bringt die Stute glatt um den Kurs. Das sollte gelingen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber Yamai Raya BR verlor gegen Silas Santana unter dem Sattel. Das ist natürlich richtig. Allerdings immer unter etwas anderen Voraussetzungen. Hier ist es so, dass Yamai Raya BR den Vorteil des ersten Bandes hat und ich glaube, dass der schon liegt. Also von daher für mich ein knallhartes Duell zwischen Yamai Raya BR und Khalid. Der natürlich mit Ronja Walter die Top-Reiterin im Sattel hat, die teilweise Dinger rausgezaubert hat in diesem Jahr, wo ich ehrlicherweise sagen muss, da hatte ich dann nicht unbedingt mit einem klaren Sieg gerechnet und trotzdem war es dann wieder klar, weil sie einfach ein unheimliches Gefühl fürs Pferd hat und auch die schwierig auf den Beinen zu haltenden Pferde noch motivieren kann, tatsächlich weiter zu traben. Und damit ist das Duell, also die 3 gegen die 7. Und ich denke, dahinter muss man insbesondere schauen auf den unter dem Sattel eigentlich ganz gut agierenden Peyton Manning, der sich allerdings in Gelsenkirchen beim ungewohnten Start aus dem Bogen heraus, das waren 1609 Meter Rennen, einen Fehler leistete und nicht mehr zum Traben zu bewegen war.
Ich glaube, dass aus dem ersten Band vielleicht Elixir d'Andin mit Sophia Raschat eine Möglichkeit haben sollte. Und aus dem zweiten Band dann immer noch Fabago Niger dazu mit Romina Gainida. Auch das ein Kandidat, der sich hier in die Entscheidung mit einmischen kann. Aber wenn es um den Sieg geht, dann glaube ich, tobt der Kampf zwischen Khalid und Yamai Raja BR, zwischen der 7 und der 3. Ja, und auch mit den beiden, die ja auch in den letzten Jahren, wenn überhaupt, eben das Championat gewonnen haben. 5 Siege übrigens ja alleine in der Konstellation Khalid, Ronja Walter in diesem Jahr. Das ist schon eine echte Ansage. Trotzdem, das könnte spannend werden. Das zweite Rennen. So, dritte Rennen auch noch ohne den Start für die ganz großen Wettchancen. Und trotzdem finde ich eine attraktive Prüfung. Emma Stolle ist mal wieder in München, was uns, glaube ich, alle freut. Dazu auch starke Gegnerinnen und Gegner. Wen siehst du im dritten Rennen tatsächlich vorne? Also es ist tatsächlich so ein Rennen, wo ich sage, da müsste eigentlich eine Bank drin sein. Neuf du Pape hat beim Bayern-Debüt in Straubing alles gegen sich gehabt, endete auf Rang 8, korrigierte die Leistung umgehend mit einem ganz, ganz leichten Sieg am 26.11. in ein 17-0 über die Meile. Da war auch noch Luft nach oben drin. Der dreijährige Pastor Steven Hengst arbeitet dem Vernehmen nach sehr gut und damit sollte Dr. Marie Lindinger hier eigentlich erste Chancen haben, den Treffer zu landen. Geht es um die Gegner, sage ich ganz offen, ist es gar nicht so einfach. Die Leistungen aus Berlin von Royal Joker sind nicht schlecht, der hat sich sehr gut gefunden. Allerdings trifft er hier jetzt schon auf etwas andere Kaliber. Ich meine, wir bewegen uns in der Klasse bis 9.000 Euro und er hat gerade mal 300.000 Euro Geld. Also durchaus herausfordernd, aber günstig natürlich die Startnummer und der verfügt auch über einen ganz ordentlichen Antritt. Finchetten TU, Emma Stolle, die kämpft ja um das deutsche Amateurchampionat. Das ist der Grund, warum es diesen Ausflug nach München gibt. Ich habe vor einigen Wochen mal gesagt, Finchetten TU ist immer so gelagert, wenn es tatsächlich, wenn man am wenigsten mit ihm rechnet, dann kommt er. In diesem Fall glaube ich, dass er eine gute Chance hat, 2-3 zu sein. Ob es zum Sieg reicht, weiß ich nicht genau. Und dann habe ich natürlich noch den zweiten Platz von Excellent Grand Cru in Straubing im Kopf, der in 1:20.4 unterwegs war. Das war eine unheimlich starke Leistung. Der kam da im Topspeed herangeflogen, außen wäre beinahe noch zum Sieger geworden. Also das sind die Pferde, die ich dahinter sehe. Aber mein Sieger in dem Rennen tatsächlich Neuf du Pape. Finchetten TU übrigens steht ja zum 23. Mal dann an der Startlinie. Also auch ein Pferd, das ja gefühlt alle 2 Wochen halt auf einer Rennbahn zu bestaunen ist. Und auch dafür mal ein Kompliment, denn dann zeigt sich halt auch, ohne Verletzungen kann man als Rennpferd wirklich eine tolle Saison und zwar fast 12 Monate uns zeigen. Kommen wir zum vierten Rennen. Startschuss zur V6-Wette mit 10.000 Euro Garantieauszahlung. Natürlich wieder mit einem Mindesteinsatz von 1 Euro. Das ist mittlerweile gelernt. Aber eben auch mit einem Jackpot. Was für einer ist das genau und wie prall ist er gefüllt? Ja, es ist ein Restanten-Jackpot. 2.195 Euro stehen zur Verfügung. Die speisen sich aus den nicht abgeholten Wettgewinnen über das Jahr. Und den haben wir uns entschieden, tatsächlich im V6, in der V6-Wette auszuspielen. Dadurch ist die Garantie von 10.000 Euro möglich. Und ich glaube, es ist schon eine ganz attraktive Gelegenheit, hier an den großen Wettgewinn zu kommen. Zum Auftakt eine schwer zu lesende Prüfung. Ja, Da eine Frage noch zum Restanten-Jackpot. Nun muss man ja sagen, okay, für alle die, die eben von auswärts ja oft auch online spielen, da kann man ja gar nicht den Wettgewinn nicht abholen. Das sind ja alles Dinge, die auf der Rennbahn passieren, ja, richtig? so ist das. Gut, also dementsprechend nochmal die Erinnerung, so schön das Essen auch ist, nicht vergessen, den Wettschein dann auch wieder einzulösen. Aber so kommt er zumindest auf dem zweiten Bildungsweg allen wieder zugute. Du hast erwähnt, die erste Prüfung ist schon mal gleich was zum bisschen Austüfteln, eine Bänderstartprüfung. 10 Pferde sind mit dabei. Tja, das erste Band hat logischerweise 25 Meter Vorteil. Wird das für einen der drei Starter dort am Ende reichen? Ja, wir haben hier die Amateure mit der geringeren Erfahrung, die hier vorne weggehen. Das sind Marc Raschat, Corinna Seifang und Moritz Ecke. Machen wir es mal ganz einfach. Far West, aus meiner Sicht nach Klasse aus dem ersten Band der stärkste. Heck im Eck und River Flow in ganz anderen Prüfungen schon unterwegs gewesen. Der eine österreichischer Derby-Sieger vor 2 Jahren, der andere Derby-Finalstarter vor 4 Jahren in Berlin als Vierter auch nicht weit geschlagen. Das Derby als Lorenz Flevo gewann. Und von daher, das sind Pferde, die mit sehr, sehr guter Qualität ausgestattet sind. Was natürlich die Voraussetzung ist, ist, dass alle drei Amateure mit der wenigen Erfahrung mit diesen Pferden erstmal glatt aus dem Band kommen müssen. Sollte das gelingen und die teilen sich vorne das Tempo gut ein, dann wird es für die Gegner aus dem zweiten Band unheimlich schwer, in die Wetten zu laufen. Ich glaube, dass Marc Raschat, auch Corinna Seifang und Moritz Ecke vorne für ordentliche Fahrt sorgen werden. Und von daher wird es für das zweite Band schwer, aber natürlich nicht unmöglich, insbesondere wenn einer der vorderen patzt.
Und deshalb muss man aus dem zweiten Band auf alle Fälle achten, auf die Startnummer 8 Escada mit Emma Stolle. Ich denke, man sollte auf die neuen Zuckerrohr mit Peter Platzer achten, der in diesem Jahr eine ganz tolle Saison wieder absolviert hat und unheimlich beständig läuft. Und auch Dark Look mit Alois Ortner ist einer, der auch den unmöglichen Rennverlauf mal wegstecken kann. Also von daher, die drei Vorderen, die wird man wohl auf dem Wettschein nehmen müssen. Das ist allerdings ein bisschen spekulativ aufgrund der Fahrer. Und hinten raus, dann nehmen wir die 8, die 9 und die 10. Aber jetzt hat er natürlich die 7 vergessen, die größte Sensation der Saison eigentlich realisiert hat. Blue Edition gewann mit Dr. Conny Schulz für schlanke 1.255 für 10. Und das ist ja erst ein paar Tage her. Warum war das offensichtlich für dich kein Grund, dieses Pferd nochmal in die Überraschungskartei mit reinzunehmen für dieses Rennen? Weil ich davon ausgehe, dass wir dieses Mal nicht abgrundtiefe Bahn haben und auch nicht die Bedingungen, wie wir sie beim letzten Mal hatten. Die kamen Blue Edition tatsächlich sehr entgegen. Denn das, was normalerweise im Rennen passiert, nämlich dass es hinten raus nochmal richtig schnell wird, das war in dem Fall nicht der Fall. Das heißt, profitiert haben die Dauerläufer. Das ist nicht despektierlich gemeint. Blue Edition ist ein solcher. Der Laviu Wallach steckt nie auf. Deswegen hat er das Rennen gewonnen. Das war toll, keine Frage. Aber unter normalen Bahnverhältnissen gelingt so eine Überraschung, so ein Coup nicht nochmal. Sagt der Skeptiker, ich als Optimist sagt, ich fand den Speed damals auch gut. Also war nicht nur Dauerlauf von Du weißt, Edition. Weißt du, wie schnell die letzte halbe war in dem Rennen? Ich glaube, die war 26, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wir erinnern uns beide dran, das war ja auch Woodstock, was wir da erlebt haben. Also eben, tiefer ging es genau. Nicht. Genau, so ist das. Gut, wir gucken aufs fünfte Rennen. Die Weihnachtstrophy, Pferdewetten.de, auch hier mit unser Partner für 10 Pferde ist das Ganze am Ende vorgesehen. Es geht über 2100 Meter für die sehr gewinnarme Klasse. Was ist da so deine erste Wahl, wenn du auch einen Wettschein momentan, auch für die V6 natürlich, uns Hinweise geben möchtest? Ja, es ist ein Rennen, das mir tatsächlich sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Also wir haben, machen wir es mal ganz einfach, wir haben mit Rainer KP eine frische Siegerin, die in Dagelfingen 1.19.8 überzeugend gewonnen hat und keine großen Schwierigkeiten hat, das Debüt siegreich zu gestalten. Die Stute sollte weiter gesteigert sein und ist damit natürlich eine Kandidatin für den Sieg. So, Valesco war beim Debüt sehr stark gehandelt, hatte die Startnummer 1, bekam auf dieser Schneebahn, die wir da hatten, sage ich mal, Brocken unter den Bauch, sprang sofort an, hat natürlich überhaupt keine Routine, auch was so einen Fall angeht, sprang an, war nicht mehr auszuparieren bis zur Disqualifikation. Danach ist Christoph Schwarz noch ein bisschen hinterhergefahren, das sah gut aus, muss man ganz klar sagen, das Pferd hat Talent, aber da muss man natürlich abwarten, der hat unterm Strich immer noch keine Rennerfahrung. Maneli, 26.11., ordentliche Quali, die Stute hat mir ganz gut gefallen, lief in der gleichen Quali wie Valesco, war da allerdings schon 2-3 Längen hinterher. Also von daher vielleicht ein bisschen schwächer einzuschätzen als der Haller-Schützling. Nichtsdestotrotz ein Pferd für die Wetten. Ja, und dann haben wir einen, da muss ich ehrlicherweise sagen, den kann ich nicht so 100% einschätzen, das ist Nimrod. Der kommt nämlich mit Bombenzeiten, Karl Vogt hat ihn erworben, der kommt mit Bombenzeiten aus Holland, lief da 17 in Wolvega und machen wir es mal ganz einfach, läuft er in Dagelfing nicht 17, sondern 18,5, ist er hier trotzdem ganz vorne dabei. Also Robert Plätscherer hat da schon einen Kandidaten unter seiner Regie am Renntag, wo er für eine Überraschung sorgen kann. Nichtsdestotrotz, die Experten der Trab aktuell haben ihn nur 3-4 notiert. Ich hätte ihn ein bisschen weiter vorne, also ich glaube, den braucht man auf dem Wettschein. Wir haben den in Tschechien siegreichen Jimbo Disil mit Andreas Geineder, gewannen 1.21.2. Zeiten sagen mir aus Tschechien nicht so wahnsinnig viel, aber das Ergebnis ist einfach gut. Und von daher müssen wir jetzt ein bisschen Ausschlussprinzip machen. Deswegen, aus meiner Sicht, sind es 3 Pferde. Ich hätte auf dem Wettschein Rainer KP, ich hätte auf dem Wettschein Valesco und ich würde so ein bisschen spekulativ auf den Wettschein Nimrod nehmen. Das wäre dann die Programmnummer 5 noch, die ja übrigens mit dem 5. Platz auch einige Male sich bislang dekoriert hat, gerade im Ausland. Kommen wir zum, ja man darf ja sagen, durchaus sportlichen Highlight, der Dagelfinger Weihnachtspokal gelaufen als Peppi Gramüller Memorial. 6 Pferde, klingt erstmal so, na geht so, aus 3 Bändern, aber wer dabei ist, das ist doch durchaus beachtlich. Ja, es ist ein top besetztes Rennen. Die 6 Pferde haben aus meiner Sicht nahezu alle eine Chance, ganz vorne zu landen. Fangen wir mal mit dem Wahrscheinlichsten an. Postillion hat in dieser Saison wieder
unheimlich viel richtig gemacht, bei 14 Starts 8-mal gewonnen, war 4-mal platziert. Diese kleine Formdelle im Sommer, die hat er hinter sich gebracht und hat in den letzten Wochen wieder sehr, sehr beständig geliefert. Und auch wenn man immer wieder angenommen hat, da könnte ein Gegner drin sein, der ihm gefährlich wird, unterm Strich hat er die geschlagen. Jetzt kommt das Aber. Die Gegner, auf die er diesmal trifft, hat er in dieser Form und in dieser Breite an Qualität noch nicht gesehen. Das heißt, das ist zum ersten Mal. Der zweite Punkt ist, er geht zum ersten Mal über die 2600 Meter. Der dritte Punkt ist, er geht tatsächlich alleine von vorne weg. Und jetzt kommt die spannende Frage, wie wird Peter Platzer dieses Rennen fahren? Normalerweise müsste man sagen, nach seiner Abstammung sind die 2600 Meter kein Problem, die sollte er eigentlich meistern. Dann muss man dazu sagen, er ist sicherlich ein sehr, sehr flinkes Pferd, ist ja 16 gelaufen, zum Beispiel am 26.11. Legt er eine solche Zeit über 2600 Meter vor, wird es für die Gegner schon verdammt eng. Und daraus ergibt sich dann auch die Taktik, also Postillon muss gut aus dem Band kommen, schnell aus dem Band kommen, Peter Platzer hat viel Platz im Band, weil er halt keine Konkurrenten hat, die mit ihm ins Band einfahren. Ich gehe davon aus, dass er versuchen wird, möglichst schnell vom Start zu kommen, um dann auch schnell, ja, ich sage jetzt mal, Betriebstemperatur oder Betriebsgeschwindigkeit zu erreichen. Und dann wird vorne ordentliches Tempo angeschlagen und dann werden wir sehen, wie lange die Gegner brauchen, ranzukommen. Mit 25 Minuten. Wenn ich dich kurz unterbreche, dann bezahle ich mal kurz dagegen. Ich meine, viel los im Band wird bei keinem Band sein. Also einmal eins, einmal zwei und einmal drei. Das ist jetzt für alle eigentlich sehr überschaubar. Nun ist aber bei Postillon, glaube ich, die Bandstarterfahrung, also die Bänderstarterfahrung, doch extremst gering. Das werden die wahrscheinlich neben den sportlichen Möglichkeiten in den letzten Tagen nochmal richtig trainiert haben, weil das ist ja auch noch eine kleine Fragezeichen-Komponente, wo andere schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Gar kein Fragezeichen. Ich darf dich erinnern, Beginn der Saison im Mai, Münchner Pokal, Postillon aus den Bändern, relativ schnell an der Spitze zu sehen gewesen. Ist kein Problem. Dann haken wir da einen Also Haken wenn er das so hinkriegt, wenn Peter Platzer das so hinkriegt wie Münchner Pokal, glaube ich, ist das kein Handicap. Auch die Distanz. Gut, dann gehen wir mal, wo sind die Hauptgegner? Du sagst, alle kennen Gewinn. Natürlich ist der Name Days of Thunder. Zu Recht sind wir stolz, dieses Pferd in München wieder präsentieren zu dürfen. Und trotzdem sagst du nicht, dass der trabende Geldschrank hier die erste Wahl wäre zu Postillon, oder doch? Naja, der Derby-Sieger aus dem letzten Jahr ist immer eine Wahl. Ob er die erste Wahl ist, ist einmal dahingestellt. Aber du darfst eins nicht vergessen. Wir haben 50 Meter Zulage, das ist eine Menge Holz, die da aufzuholen ist. Und wenn Postillon vorne ein schnelles Tempo anschlägt, machen wir es mal ganz einfach. Fährt Peter Platzer über den Weg 16,5, da muss Days of Thunder 14,5 laufen. Das ist eine Zeit in Dagefing, da musst du schon ordentlich, da musst du ordentlich Gas geben. Wir haben allerdings im Bayern-Pokal gesehen, dass er das kann. Also von daher, natürlich hat er seine Chance, hier zu gewinnen, aber es muss halt passen. Und er muss so einen Glanztag erwischen wie am 17.09. Ich glaube übrigens, dass sich ein kleines Detail verändert hat. Ich glaube, dass er mittlerweile linksrum, also zumindest momentan, besser geht als rechtsrum. Früher war es ja mal so, dass wir gesagt haben, Days of Thunder stärker rechtsrum und nicht so stark linksrum. Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Ich glaube, momentan ist er linksrum etwas stärker einzuschätzen. Also natürlich, ganz klar, einer der Herausforderer von Postillon. Ich sehe noch einen zweiten Stallgefährten aus diesem Lot, der gefährlich werden kann. Das ist Perfecto. Der war zuletzt in Berlin-Mariendorf unterwegs, leistete sich nach einem Blitzbänderstart mit Thorsten Tietz einen Fehler auf dem Weg im ersten Bogen, wäre da im Kampf gewesen mit Uccellone um das Kommando. Davor war er in Italien drittplatziert. Brilas Crown Entlastung in Berlin versprang er seine Möglichkeiten in Gelsenkirchen. Im St. Ledger war er Fünfter. Also der ist an einem guten Tag schon auch stark genug, um da ganz vorne reinzulaufen. Und bei Eaton besteht kein Zweifel. Ich meine, der war Vierter in der Brilas Crown der Älteren. Also dass der das kann, brauchen wir nicht diskutieren. Dazu haben wir Font d'Arifon. Der hat seine letzten drei Aufgaben mit Bravour gemeistert, gewann in Dagelfing am 26.11. Ich sage es jetzt mal so flapsig, wie hätten Sie es gerne? Also Erich Kubis konnte warten, die letzte Gegenseite, hat dann rausgenommen in die dritte Spur, flog am Feld vorbei und war im Schlussbogen schon 8 Längen weg. Also da kannst du keinen auslassen. Ja, und dann haben wir noch Winnetou Diamant, das ist vielleicht das schwächste Glied, aber auch der ist mit den Leistungen, die er im Frühjahr erzielt hat und dem Aufbaustart, den er jetzt da im Amateurfahren hatte, sicherlich nicht ganz unmöglich. Also du kannst in diesem Rennen keinen weglassen. Jetzt brauchen wir aber ja für die V6 auch entsprechende Kandidaten. Und ich würde es tatsächlich mit drei Pferden probieren. Das ist die Startnummer 1 Postillon, die 6 Days of Thunder und die Startnummer 2 Perfecto. Gut, sagst du. Und wir kommen zum siebten Rennen. Quantitativ das stärkste mit 11 Teilnehmern. Ist es daher auch für dich mit das Schwierigste in der Vorhersage?
Ja, es ist tatsächlich ein schwieriges Rennen, wenn man tippt. Fangen wir mal im unteren Teil des Feldes an. Und ich fange bewusst nicht mit Black Sheriff an. Ekmul Jack, die Startnummer 11 aus dem Quartier von Marion Binzinger, ist ein französischer neunjähriger Wallach, Neuerscheinung bei uns, der im November noch in Frankreich unterwegs war. Und wenn du dir mal die Zeit anschaust, der trabte in über 2675 Meter Bänderstart mal saloppe 1:14,4. Also ich sage jetzt mal, der kann wahrscheinlich über die 2100 Meter in Dagelfing eine 16er Zeit vorlegen und damit müsste er in diesem Feld schon granatös weit vorne sein. Ja, ich mache das jetzt mal so wie du, so schöne Umschreibungsworte, ja. Also der müsste weit vorne sein. Gleiches gilt für Hidalgo Simoni. Der ist in Schweden Bombenzeiten gelaufen, bis in den Sommer, kam jetzt zurück, Probelauf in 18,9, war diskret, kann man noch nicht so wahnsinnig viel sagen. Hidalgo Simoni war stationiert bei Sibylle Tinter, hat jetzt 13.700 Euro Geld. Man hat sich entschieden, ihn nach Deutschland zurückzubringen oder nach Deutschland zu bringen. Und ich bin gespannt, wie er sich hier vorstellt. In diesem Rennen sollte er eine Chance haben. Dazu haben wir Very Special One, der hat einen Probelauf gemacht am 7.12. Hinter Major Shebahar war Zweiter ins 22. 25 zeitgleich, hat nicht viel verraten. Die Bahnverhältnisse waren sicherlich nicht optimal. Von daher muss man auch bei ihm sehen, wie er sich hier schlägt. Er hat ein bisschen zu laborieren, scheint mir immer noch nicht 100% Taco zu sein. Aber er kann immer einen raushauen. Dieses Pferd hat einfach genügend Qualität. Ja, und dann haben wir Black Sheriff, der war zweitplatziert zuletzt mit Sandro Schmidt über die 2600 Meter, musste sich vom Blue Edition geschlagen geben. Bei dem wissen wir, dass er immer sehr, 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 sehr solide Leistungen zeigt und ich glaube, dass er mit Seppi Franzl hier seine Chancen hat. Von daher gibt es auch hier von meiner Seite drei Kandidaten. Da ist zum einen Black Sheriff, die Startnummer 8, zum anderen Ekmul Jack, die Startnummer 11 und die 5 Hidalgo Simoni. Und wenn du mich jetzt fragst, Harley Greenwood, ja, auch der hat mit Christoph Schwarz eine Möglichkeit, trifft es hier allerdings natürlich nicht einfach an, denn hier sind Pferde drin mit 234.000 Euro Geld und Harley Greenwood hat noch nicht mal 10.000. Deswegen bin ich da bei dem Turbo Sundhengst ein bisschen vorsichtig, aber auch der hat sicherlich Möglichkeiten, allerdings nicht auf meinem Wettschein. Zwei kleine Nachfragen. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber die letzten Starts waren wo von Ekmul Jack? Sind Weil alle in die. Frankreich, kann ich dir sagen, sind in Frankreich gewesen. 20.09. Föhr, 6.10. Hyères, 21.10. Salon de Provence, dann 29.10. kann ich dir nicht sagen und 29.11. weiß ich auch nicht, aber das sind allesamt Bahnen in Südfrankreich. Also dann da wieder was dazugelernt. Und beim Black Sheriff würde mich ja schon interessieren, das ist ja eine Art Publikumsliebling, weil dieses Pferd einfach seit vielen, vielen Jahren schon auf den Rennbahnen zu Hause ist, 13-jährig. Also es würde in eine letzte Saison reingehen. Glaubst du, das Quartier plant es auch? Also werden wir auch 14-jährig dann Black Sheriff nächstes Jahr noch erleben dürfen? Aber es gibt momentan für Sandro Schmidt keinen Anlass, ihn aus dem Rennbetrieb zu nehmen. Die Leistungen sind ordentlich. Ja, also wir hätten nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Das wäre doch mal schön, wenn wir wieder ein 14-jähriges Pferd im Rennbetrieb auch nächstes Jahr erleben können. Kommen wir zum achten Rennen, Preis der Dagelfinger Bahn Champions. Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass das siebte Rennen ja auch gleichzeitig der Startschuss ist für die Viererwette. Also dort mit 3.000 Euro Garantieauszahlung ist die Viererwette im siebten Rennen noch mal kurz informieren für Sie alle und für euch alle. Das achte Rennen ist dann der Startschuss wiederum zur V3-Wette. Die geht dann mit einem Mindesteinsatz von 2,50 € auf die Reise, also parallel zur V6-Wette. Wer da schon raus ist, sagen wir mal so, nach vier Rennen, kann dann nochmal in der V3-Wette sein Glück versuchen oder eben auch beides angehen. Es ist die Weihnachtszeit, da darf man sich ja was wünschen. Mit 8 Pferden, auch ordentlich bestückt. Es geht über 2100 Meter in der Autostartprüfung. Also das Programmheft schreibt, Idefix wird gewinnen. Bist du auch dieser Meinung? Also es gibt erstmal was Interessantes. Es sind ja die meisten Championate in Dagelfing entschieden. Wir haben noch eine offene Frage bei den Berufsfahrern. Da ist Rudi Ahler momentan 2 Treffer vor Christoph Schwarz. Wird man sehen, ob Chris noch 2 Treffer gelingen. Und wir haben noch keinen Sieger im Elisabeth Mann Nachwuchschampionat, denn die beiden, die Favoriten hier in der Prüfung fahren, Lasse Grundhöfer und Lisa Sophie Zimmer, führen das Feld mit jeweils 24 Punkten an. Und es sind genau die beiden Pferde, um die es gehen wird. Idefix gegen Workaholic Diamant, sozusagen das Duell um den Sieg im Elisabeth Mann Nachwuchschampionat und das Duell um den Sieg in diesem Rennen. Ja, die Vorteile aus meiner Sicht liegen bei Idefix. Kriegt Lisa Sophie Zimmer ihn glattgehend von der Startstelle weg, was angesichts der Startnummer vielleicht ein bisschen tricky sein könnte.
dann sollte sie ihre erste Chancen haben. Der zweite Platz von Idefix zuletzt gegen Postillon, der war stark. Da zwang Peter Platzer Christoph Schwarz relativ früh in die Offensive. Der musste dann durch die zweite Spur ohne Führpferd bei den relativ tiefen Bahnverhältnissen und schlug sich immer noch sehr gut, auch wenn Postillon zum Schluss als geschontes Pferd aus dem Rücken heraus ganz leicht an Idefix vorbeilaufen konnte. Workaholic Diamant, der hat eine Saison hinter sich, ich denke mal, nicht schlecht. Wenngleich auch nicht überragend, 15 Starts, 2 Siege, 11 Platzierungen, ist unheimlich konstant, das ist der große Vorteil, ist auch nicht so wahnsinnig schwer zu steuern und von daher lasse Grundhöfer gegen Lisa Sophie Zimmer oder Workaholic Diamant gegen Idefix ein tolles Duell, auf das wir uns da einstellen dürfen. Wer kann dazu laufen? Ich denke, es ist in erster Linie Lukas Strobel mit Figaro Juwel, den sollte man eventuell auch noch in die Betrachtungen und Überlegungen einbeziehen, aber im Wesentlichen läuft es hier raus auf die Startnummern 1 und 2. Nachfrage, warum ist Startplatz 2 für dich kein guter Startplatz? Nein, ich sage nicht kein guter, aber ich weiß, wie Idefix hinterm Startauto ist und der ist halt manchmal etwas kitzlig. Und wenn du innen wegfährst, dann musst du letztlich davon ausgehen, dass du etwas langsamer wegfährst, weil der Weg ja kürzer ist über den Bogen. Das heißt, du kannst nicht so viel Geschwindigkeit aufnehmen, musst aber dann, wenn es in die Gerade geht, um gleich vorne dabei zu sein, relativ schnell beschleunigen. Und dabei kann Idefix durchaus auch mal zu Unsicherheiten neigen. Deswegen sage ich, das wird die Herausforderung für Lisa Sophie Zimmer, da das richtige Timing zu erwischen. Wenn ihr das gelingt, dann hat sie für meine Begriffe den Sieger in der Hand. Gut, ich bin tief dabei. Wir gucken mal, was dann in der Realität tatsächlich stattfinden wird. Das Abschlussrennen der V6-Wette, noch nicht das Abschlussrennen des Renntages, ist das 9. Rennen. Noch einmal mit einem 10er-Feld. Also, puh, da gibt es, glaube ich, auch einige Optionen. Oder sticht dann doch vielleicht die frische Siegerin Marilyn Boko für dich als Bankpferd heraus? Ja, ist für mich das zu schlagende Pferd in diesem Rennen, kann für mich die Bank sein. Die Stute gewann ganz leicht am 7.12. in 1.23.3. Wie gesagt, auf die Zeit darf man nicht so viel Wert legen. Die Wiederqualifikation in 1.18.8 war bombenstark. Sie war zuletzt Favoritin. Sie wird auch diesmal Favoritin sein. Und ich glaube, sie wird diese Aufgabe lösen. Alex Kelm, der hat Palina Bo im Gepäck. Ganz interessante Kandidatin. Eine Ready-Cash-Stute. Die war zuletzt disqualifiziert in Mariendorf. Aber die hat sicherlich ausreichende Qualität, um hier vorne mit reinzulaufen. Und ich würde eventuell auch Stormy Woods sehen mit Veronika Porsova. Die hat sich ja schon mit einigen ganz guten Fahrten vorgestellt und hier hat sie einen Wallach zur Hand, der aus der zweiten Reihe nicht ganz unmöglich ist. Also von daher für mich Marilyn Boko die Bank und wenn man ergänzen will, dann die 3 Palina Bo und die 9 Stormy Wood. Der Konzentration um Stormy Wood ja auch drittplatziert damals in Straubing beim letzten gemeinsamen Auftritt. So, apropos letzten gemeinsamen Auftritt, auch für uns und hoffentlich dann für alle Traber-Fans, wird der Abschlussmöglichkeit oder die Abschlussmöglichkeit sein, das 10. Rennen, noch einmal 6 Pferde, das letzte Rennen dann bis Anfang März in Dagelfing, hat ja kleine Besetzung und trotzdem einige gute Pferde, wo die 1 im Formspiegel mit aufblinkt. Wer ist für dich für Topfavorit? Ja, so also Top-Favorit sehe ich nicht. Ich sehe eher so einen Dreikampf zwischen Kingman BR, Larry Lesher und Yogi Löw. Kingman BR gewann zuletzt bei den etwas unwirtlichen Bahnbedingungen 1.23.1, lief noch ganz leicht an einem enteilten Yogi Löw vorbei. Der war im Schlussbogen eigentlich noch meilenweit voraus, konnte dann aber das Tempo nicht ganz durchstehen und war dann zeitgleich geschlagen. Beide Pferde haben sich an dem Tag nicht viel gegeben, geben sich auch aus meiner Sicht bei den trockenen Bahnbedingungen nichts. Und sind sicherlich zu beachten. Dazu gesellt sich der Kandidat aus Berlin, Larry Lesher mit Alex Kelm, ist in bayerischem Besitz, sein Odessa Santana Wallach, der in Berlin gute Leistungen gezeigt hat, 19.11., 3.12. Da war er nicht ganz rund in seiner Trabaktion leistete sich entsprechend Fehler. Wenn er diese Problematik im Griff hat oder wenn man diese Problematik im Griff hat, dann ist er für mich aber hier ein ganz klarer 1-2-Kandidat und deshalb sind es für mich die 3 Pferde, Kingman BR, Yogi Löw, also die 3 und die 6 und dazu die 4, Larry Lesher. Da war von dir noch eine Vorhersage als Orakel quasi. Glaubst du, die V6 wird geknackt? Ich beantworte das sehr salomonisch und ich hoffe auch weise und im Sinne aller unserer Fans und Mitspieler. Ich hoffe, dass sie getroffen ist, auf dass unsere Kunden ein nettes Weihnachtsgeld haben. In diesem Sinne, Amen und uns allen ein gutes Fest. Dir erstmal vielen Dank für deine Expertise und dann sehen wir uns am 26. in Dagelfing. Vorher ist ja auch übrigens noch hier im Süden am 23. der PM-Tag in Straubing. Also es gibt noch eine Menge an Pferdesport in diesem Jahr und wir freuen uns drauf. Vielen Dank.
Musik.